Hallo zusammen. Eigentlich sollte es nur ein kurzer Wohnmobiltrip werden. So zum Wochenende. Um mal zu sehen, was es so in der Nähe zu gucken gibt. Und den Kumpels vielleicht ein paar Tipps liefern. Ein Kurztrip jedoch mit dem Wohnmobil ist gar nicht so einfach. Schnell ist man infiziert und dann wird's immer länger und länger. Also auf ging's von Hagen aus nach Iserlohn zum Seilersee. Ein schöner kleiner Wohnmobilstellplatz. Wie bereits in der App angekündigt, Übernachtung gratis, Strom, Wasser und Entsorgung vor Ort. Mit der nötigen Technik ausgestattet, ist Strom für uns kein Thema. Sowohl 12 als auch 220 Volt sind ständig an Bord. Wasser tanken und Toiletten entsorgen, je 1 Euro. Nettes Umfeld, alles in der Nähe. Und so wird schnell aus einer Übernachtung eine zweite. Von einem Naturparadies kann man hier sicherlich nicht sprechen. Besonders, wenn die Gänse auch noch gefüttert werden, was eigentlich verboten ist. Aber wer hält sich schon daran? Diese Migranten sind Kanadagänse, die gerne unsere heimischen Arten verdrängen und die Wiesen kräftig zuscheißen. Für meine Abby würde es sicherlich sehr teuer, hier etwas zu hinterlassen. Naja, nehmen wir es mal gelassen. Wir befinden uns ja, ich denke, in Urlaub. Ansonsten alles ganz nett. Also ab in den nächsten Supermarkt und das Abendessen vorbereiten. Und von wegen eine Dose Ravioli warm machen. Wohnmobilcamper sind in den meisten Fällen Genießer. Es geht halt um die Zeit, die irgendwann hier gar nicht mehr existiert. Ja.
Außerdem haben wir beiden sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad bereits einige Kilometer hinter uns gelassen. Alles in allem zwei wunderschöne Tage. Also auf ins nächste Abenteuer. Nur 10 Kilometer. Hema, direkt am Felsenmeer. Und hier setzt die Natur noch kräftig eins drauf. Nette Ausflugsziele und nahezu alles zu Fuß zu erreichen. Und meine Abby absolut happy. Riesige Wiesen, auf denen sie endlich wieder Gas geben darf. Der WOMO-Stellplatz, diesmal nicht gratis, aber in etwa so teuer wie die Toilettenbenutzung auf Mallorca. Ganze 2 Euro pro Übernachtung. Und wie gehabt, Strom, Fähr- und Entsorgung wiederum im 1-Euro-Bereich. Kleines Manko, der WOMO-Platz liegt an einer häufig befahrenen Straße. Abby und mir hat es nichts ausgemacht. Brennend heiße Tage, die uns, wie man sehen kann, kaum etwas anhaben können. Die Fahrradtour findet halt morgens um 7 statt. Und nachmittags geht's in den kühlen Wald.
Frühstück ist fertig, Evelinchen. Evel, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Okay. Geduscht wird heute außerhalb der Duschkabine, nämlich draußen. Der Geldbeutel wird langsam leer. 4 Euro für 2 Übernachtungen und 1 Euro für die Toilettenentsorgung. Also nach 2 Tagen auf zur nächsten Etappe. Nach Werdohl. Wir werden bereits erwartet. Und wiederum setzt die Natur noch einen drauf. Hier an der wunderschönen Lenne. Meine Abby wird es genießen. Und auch hier wiederum, bis auf Strom und Wasser, alles gratis. Die Ufer der Lenne nahezu überall zugänglich. Wunderschöne Fahrrad- und Wanderwege entlang der Lenne. Nur wenige Minuten zu Fuß ins gemütliche Ortszentrum. Und so ist sie halt, meine Abby.
gerade kennengelernt, hat sie diesen jungen Burschen sofort verzaubert. Ich bin begeistert. Was für ein herrlicher Pflanzenreichtum. Soeben hatte ich ein Gespräch mit einem Anwohner, der sich bei der Stadt beschwert hat, man solle doch bitte dieses Unkraut hier wegmähen. Naja, was soll ich ihm dazu sagen? Hier rein! Nicht schwimmen da! Ich denke, hier kann ich getrost mal meinen Bubble halten. Herrliche Kühle, bei sage und schreibe 33 Grad. Die richtige Musik für unsere beiden frisch Verliebten. Super, super, super. Fein. Na fein. Kriegen wir noch einen nahen DJ? So ist fein. Jetzt versuchen wir ein bisschen näher ranzukommen. Schön. Die Schwebefoto für die Polizei. Das ist aber eindeutig.
Seid ihr am Küssen? Da könnte ich dir auf jeden Fall mal ein bisschen Bildmaterial zur Verfügung stellen. Naja, eine Woche ist um und ich müsste mal wieder zu Hause vorbeischauen. Unsere beiden Verliebten sehen sich mit Sicherheit wieder. Dafür ist gesorgt. Tschüss zusammen.